Servus, liebe Leute, und heute sogar mal mit Facecam. Ich weiß nicht warum, aber ich hatte mal Bock drauf. Ja, stabil. Und heute öffnen wir jetzt mal ganz, ganz kurz die Riesentruhe, würde ich sagen. Oder was machen wir? Öffnen wir Riesentruhe. Komm, öffnen wir die Riesentruhe. Komm. Gold ist stabil, Gold ist stabil. Skellenarmee ist furchtbar. 24 Schweinereiter. Ja, ganz in Ordnung, würde ich sagen. Und jetzt noch vielleicht eine legendäre. Im Hintergrund öffnet sich da keine Ahnung was. Ja, nein. Nur Rotz wieder mal. Nur Rotz. Kleines Chest Opening angesagt. Furchtbar. Wollte ich eigentlich gar nicht machen. Aber naja, kann man nichts machen. So wird das Video auf jeden Fall mal nicht heißen. Ich weiß auch noch nicht, wie ich das jetzt mache, weil ich weiß nicht, die Facecam gefällt mir jetzt irgendwie gar nicht mehr so arg hier. Sieht schon nicht so schlecht aus, aber auch nicht so cool. Geht eigentlich klar, aber so toll ist das jetzt auch nicht, weil ich nicht genau immer in die Kamera gucken kann. Das ist natürlich auch scheiße, weil das hochkant ist, der ganze Rotz. Ihr seht mich vielleicht ein bisschen, ich gucke aber immer ein bisschen nach links, weil die Kamera rechts ist. Und ja, vielleicht mal ein bisschen nach oben, aber sei gut behindert, ich weiß, danke. Bizeps am Start, nein. Okay, was machen wir denn heute? Heute geht es um ein Deck, das ich echt richtig, richtig geil finde. Das Deck ist folgendermaßen: Es ist das OP Mini Packer Deck. Es kostet nur 3,9 Elixier und eigentlich ist das Mini Packer und Golem Deck. Ich bin gespannt, was ihr dazu meint. Ich finde es richtig heftig, also schaut mir doch mal glatt rein. Erstes, hier gucken wir uns erstmal das Deck an. Ich würde erstmal sagen, sieht recht lässig aus: Golem, Mini Packer, Skelett, also einer Skelett. Und Prinzessin, Grabstein, Gift, Lakaien und Elixiersammler. Ich finde es stabil. Also ich würde sagen, gehen wir doch gleich mal in einen Live-Fight oder was anderes. Da muss ich erstmal überlegen, was machen wir? Live-Fight oder was anderes? Jetzt hätte ich gerne einen Stream offen, wo ich fragen könnte, was ich gerne eher machen würde. Man weiß es nicht. Ich würde sagen, gehen wir mal in ein kurzes Replay rein. Und wir sind im Replay drin und das Replay ist natürlich, ja, geht so, recht interessant, recht langweilig, kann man nennen, wie man Bock hat. Ich finde es jetzt eigentlich gar nicht so interessant, der Anfang auf jeden Fall nicht, denn der Anfang ist echt, ja, weiß nicht. Diesem Deck geht es eigentlich hauptsächlich darum, dass man bis zur Double Elixir Phase nur verteidigt und dann irgendwann mal dazu kommt und sich denkt, ja komm, greifen wir doch mal an, aber wichtig hierbei ist, ihr dürft den Golem natürlich nicht zuvor zeigen. Wenn ihr den Golem zuvor zeigt, habt ihr ein Riesenproblem, denn dann, warte, ich mach einen Ticken leiser, ist ein bisschen zu laut, oder? Weiß nicht, hab jetzt leider nichts vor mir, wo ich das sehen kann, dass zu laut ist. Und auf jeden Fall ist das ein bisschen, ich weiß nicht, wenn du den Golem zuvor zeigst, kann sich der Gegner darauf einstellen. Wenn der Gegner sich darauf einstellen kann, ist natürlich gar nicht gut. Weil der Gegner direkt weiß, ja, ihr habt den Golem. Dann weiß er, ja, ich habe die Barbaren oder die Kobolde zum Beispiel dabei, kann ich ihn locker verteidigen. Aber wenn man das so sieht und sich denkt, ja, er hat, weiß nicht, dass es den Golem hat, ich bin nur am Verteidigen, kommt er irgendwann in die Bredouille und meint, komm, er hat nichts Besseres, er kann nur verteidigen, du kannst eigentlich nicht verlieren, dann greift er irgendwann irgendwie an und ich meine, euer Mini-Packer regel auch schon ein paar Hits, also das du müsst ja auch immer bedenken. Der Mini-Packer, richtig heftige Karte, ohne Witz, richtig heftig. Aber natürlich nicht nur der Mini-Packer, Weltklasse, sondern auch der Golem. Aber wie gesagt, nur bei dem. Warte, ich sehe echt die Kamerapust so ein bisschen umstellen, ihr seht ja die Zeit gar nicht. Keine Ahnung, wie ich das mache. Ich finde es eigentlich rechts oben ganz gut. Die Zeit braucht ihr jetzt ja eigentlich eh nicht sehen, ihr könnt es ja ungefähr abschätzen oder wisst es ungefähr. Ja, ich weiß nicht, wollte es einfach mal mit Facecam machen, hatte mal Bock drauf und dachte mir, mein hässliches Gesicht könnt ihr ja auch mal sehen. Warum denn nicht? So schlimm ist es ja nicht, bockt mich eigentlich recht wenig und die meisten wissen es ja eh. 60 Sekunden noch verbleiben, Double Elixir Phase und wir sehen es, es ist der erste Elixiersammler wieder hinten gebaut. Komme ich mit meinem Grabstein, natürlich optional, Grabstein ist ersetzbar durch die Kanone, jedoch habe ich die Kanone nicht wirklich hoch gehabt. Und natürlich habe ich deshalb die Kanone auch nicht mitgenommen. Was passiert jetzt? Der Golem kommt natürlich von hinten. Es ist die Double Elixir Phase. Ich habe ein bisschen mein Elixier verlaufen lassen. Das war ein bisschen bitter. Komme ich mit einem Giftzauber? Ach, das war ich richtig unglücklich. Aber ihr werdet sehen, wir werden das Ding wuppen.
Ja, sonst hätte ich es nicht gezeigt, wahrscheinlich. Nee. Keine Ahnung. Auf jeden Fall hauen wir jetzt mal kräftig rein. Noch ein Packer. Wir haben zwei Mini-Packers vorne. Die Prinzessin haut von hinten drauf. Erster Tower down. Hier frage ich mich nur, warum schießt der Gegner um drei Teufelsnamen? Alter, um drei Teufelsnamen nochmal auf unsere ganze Horde da drauf und haut nicht den Feuerball hinten drauf. So hat er sich jetzt halt das Safe 1-0 Niederlage Paketchen abgeholt beim Unterstrich BGU. Bei BGU YouTube natürlich bei uns. Hat er sich's abgeholt und ich würde sagen, ein Live-Fight geht noch. Ich weiß jetzt zwar gar nicht, wie lange wir aufnehmen, 5:30, das geht noch an. Also ein Live-Fight geht auf jeden Fall locker klar. Ich schiel ein bisschen bei der Aufnahme, ich merke schon, weil ich nicht genau hier in die Kamera gucken kann. Das ist auch richtig behindert. Aber naja, geht eigentlich schon klar. Hab's jetzt, glaube ich, zum Anfang noch ein bisschen besser hingestellt. Am Anfang war es echt furchtbar. Wir beginnen mit der Prinzessin, würde ich sagen. Kann ich das eigentlich auch erst im Nachhinein einfügen? Ich weiß ja nicht. Hier gönnen wir uns erstmal den Miner, machen den mal ein bisschen fertig, denn der ist echt immer nervig. Kommen wir mal mit dem Minipacker, können ja ein bisschen pushen. Macht ja nichts, dass unsere Prinzessin ein bisschen Schaden austeilen kann, würde ich sagen. Kommt dann unser Elixiersammler auch mal ein bisschen vorne hin. Und ja, wie verteidigen wir das? Brauchen wir gar nicht verteidigen. Lassen wir erstmal ein bisschen Elixier aufbauen und warten erstmal, was der Gegner macht. Vielleicht setzt er einen Hock. Ach, jetzt müssen wir aber gleich was machen. Was ich immer gerne mache, ist einfach mal die Skelette setzen, um die ganzen Sachen zu cyclen. Cyclen, das bedeutet, dass ihr neue Truppen habt, mit denen ihr arbeiten könnt. Denn die Skelette wirklich ein Elixier und für ein Elixier kannst du eigentlich nichts kaputt machen. Bevor es volllaufen lässt, verschwende ich lieber das eine Elixier-Dingle, damit du wirklich keine vollen Sammler und alles Mögliche in deiner Reihe hast. Das ist immer ärgerlich. Ja, jetzt verlieren wir leider den Mini-Packer, aber das ist halb so wild. Jetzt unser Tower wird die Minions wahrscheinlich downholen. Und ich würde sagen, ach, ich habe voll den Linkstrahl gerade. Guck, ich bin aus dem Bild. Ciao. Boah, nein, ich habe voll laufen lassen. Shit. Gut. Hauptsache aus dem Bild gegangen, aber voll laufen lassen. Passt ganz stabil. Jetzt seht ihr es. Grabstein setzen wir jetzt hier hin. Und dann können wir ein bisschen arbeiten. Und der Hawk wird einen Hit auf den Tower kriegen. Meine Güte, ein Hit ist nichts. Nahezu nichts. Ich muss jetzt kurz die Facecam. Ja, ich wollte nur mal kurz gucken, wo wir gerade bei der Zeit so stehen. Sieht eigentlich okay aus. Geht schon natürlich immer besser, aber jetzt können wir langsam mit unserem Golem kommen. Golem ist unterwegs und jetzt kommt natürlich unsere Grabsteinle wieder an. Und natürlich kommt jetzt auch unsere Minion. Ach, Horde ist ja gar nicht. Unsere Minion-Fraktion an. Dann kommen wir mit dem Golem, wir kommen mit der Prinzessin, wir kommen mit dem Mini-Packer. Sollen wir auf nochmal einen Golem warten? Ich bin gerade überlegen, nochmal einen Golem. Ja, komm, nochmal einen Golem, Jungs. Nein. Ich werfe einen Giftzauber. Und dann nochmal einen Golem ganz hinten hin. Damit er wirklich in Bredouille kommt und nicht mehr weiter weiß, was zu tun ist. Wir kommen sogar nochmal mit dem Golem. Läuft bei uns richtig hart. Mini-Packer durch. Weltklasse. Mini-Packer und Golem durch. Dann ist eigentlich schon der Sieg besiegelt. Und der Gegner kann einfach gar nichts mehr gegen tun. Und ihr seht die Taktik Weltklasse. Einfach ohne Witz Weltklasse. Ja, warum habe ich mir gedacht, dass ich jetzt mal mit Facecam machen muss? Ich habe gedacht, ich habe mehr Bock drauf, weil ihr mich jetzt auch sehen könnt. Ist zwar scheißegal, ob ihr mich seht oder nicht, aber ich hatte einfach mehr Lust drauf. Ich mache Videos, wenn ich Lust drauf habe. Deshalb kam die letzten paar Tage auch nichts. Hatte nicht wirklich Bock drauf, nicht wirklich, was weiß ich, irgendwas habe ich immer. Natürlich. Wie jeder YouTuber. Natürlich haben wir jetzt einen Stand geholt und sind bei 2752 Pokalen. Wie lange geht die Saison eigentlich noch? Das frage ich mich eigentlich. Komm. Noch 13 Tage. Das heißt, die Saison hat gerade erst wieder angefangen. Sollen wir da mal oben mitmischen? Ich hab Bock drauf. Aber das können wir dann im nächsten Part anstreben. Also, Jungs, würde man sagen, haut mal rein und bis zum nächsten Mal und ciao.